Ja, hallo liebe Kopter-Freunde und Unique-Fans und willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt's ein Speed-Tutorial zum Thema ACC-Kalibrierung, Accelerometer-Kalibrierung. Der Accelerometer ist der Beschleunigungsmesser des Typhoon A und der muss unter anderem nach einem Software-Update kalibriert werden oder wenn der Typhoon H nicht besonders gut in der Luft steht, sprich hin und her wackelt. Diese Variante, die ihr hier seht, ist die einfachere der beiden und empfiehlt sich für Piloten, die noch wenig Erfahrung mit dem Typhoon A haben, beziehungsweise auch für Piloten, die sich die andere Variante in der Luft nicht zutrauen. Ich erkläre euch jetzt in einfachen, kurzen Schritten, wie das Ganze funktioniert. Als erstes wählen wir unter Settings und Calibration, wie ihr hier im Schritt 1 seht, die Variante Calibration aus. Wenn wir auf Calibration klicken, bekommen wir drei Auswahlmöglichkeiten. Einmal den Kompass, den Accelerometer und den Gimbal. Wir möchten natürlich den Accelerometer, den Beschleunigungsmesser, kalibrieren und betätigen dieses Feld. Der Kopter beginnt nun automatisch mit der Kalibrierung des Beschleunigungsmessers, geht dafür in den GPS-Off-Modus, lasst euch davon nicht stören. Und die Kalibrierung sieht dann so aus, dass man an der Status-LED und an dem Ton hört, dass der Accelerometer, der Beschleunigungsmesser, kalibriert wird. Ist die Kalibrierung abgeschlossen, startet sich der Typhoon H automatisch einmal neu, verbindet sich dann natürlich auch wieder automatisch mit der ST16, seht ihr einmal gerade eben hier in der Telemetrie. Und wenn genügend Satelliten verfügbar sind, gibt der Kopter den Startvorgang auch wieder frei. Ja, das war's schon zur ACC-Kalibrierung, zur Accelerometer-Kalibrierung bzw. Kalibrierung des Beschleunigungssensors. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video ein kleines bisschen helfen. Ich sage tschüss, bis dann, wir sehen uns.